Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 2. Wir sind hier im Loch, das für viele Dark Souls 2 Spieler zu den Hassgebieten gehört. Kein Wunder, denn es erinnert frappierend an Schandstadt aus Dark Souls 1, was schon damals auch nicht gerade zu den beliebtesten Gebieten gehört hat. Warum? Weil es stockfinster ist, weil man sich hier über so wackelige Bretterbuden hinweg bewegt und überall Hinterhalte lauern. Man kann überall abstürzen. Es ist echt schwierig, hier die Orientierung zu behalten. Es gibt ein paar Regeln hier im Loch, die ihr beachten solltet. Zum einen, wir haben ja im Verlauf des bisherigen Walkthroughs jede Menge Fackelzeit eingesammelt und die ist hier super einzusetzen. Wenn ihr am Leuchtfeuer die Aktion umschaltet, könnt ihr euch eine Fackel in die Hand nehmen und ihr seht dann links den Countdown. So viel Zeit haben wir gesammelt, fast 2 Stunden. Das müsste also durchaus reichen, um hier durchs Loch zu kommen. Und ihr seht schon, man sieht schon sehr viel weiter und sehr viel mehr. Außerdem gibt es überall hier in dem Gebiet diese Fackelstände. Die kann man entzünden und hat dann A, dauerhaft Licht und B, sollte man die Fackel weglegen, weil ihr habt ja jetzt gerade kein Schild in der Hand, könnt ihr an solchen bereits entzündeten Fackeln wieder eine Fackel anzünden und müsst dafür nicht an das Leuchtfeuer. Dass ihr jetzt hier mit dieser Fackel herumlauft, ist jetzt natürlich halt das Problem, dass wir jetzt im Grunde nichts Zweihändiges benutzen können, also weder zweihändige Waffen noch ein Schild. Wir müssen also jetzt hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ihr könnt zwar hier auch ein bisschen blocken, mit der Blocktaste gedrückt halten, ihr blockt dann auch mit der Fackel, allerdings lange nicht so gut wie mit einem Schild. So, jetzt haben wir nur eine Möglichkeit weiterzugehen, nämlich über diese Brücke hier. Das sieht zwar aus, als ob man hochspringen kann, tut es allerdings nicht. Das ist ein Stückchen zu hoch, ihr schafft den Sprung nicht und rutscht dann ab und fällt dann hier ins Loch. Also bitte nicht ausprobieren, wir gehen den normalen Weg. Hier im Loch gibt es eigentlich nur 2 Feindtypen. Zum einen eben ganz normale Untote, wie diese hier, die zum Teil einfach... Ich bin schon abgestürzt, sehr schön. Das war nicht mein Ziel, aber ich wollte erstmal hier kurz euch mal auf diese Untoten aufmerksam machen, die oft hier einfach rumsitzen oder rumknien und dann euch in den Rücken fallen, weil sie aus allen Ecken und Winkeln angerannt kommen und euch das Leben schwer machen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr eine Fackel anhabt. So sind die Typen einfach viel schneller zu sehen. So, und dass wir hier durch diese Decke durchgebrochen sind, passiert hier in diesem Gebiet ständig. Allerdings gibt es da oben noch etwas, was ich einsammeln möchte, euch zeigen möchte. Deswegen nehmen wir jetzt einen Heimatknochen, teleportieren uns zum letzten Leuchtfeuer zurück und fallen diesmal nicht nach unten. So, wieder hier am Leuchtfeuer angekommen. Müssen natürlich erstmal wieder die Fackel entzünden. Und jetzt dadurch, dass die Decke schon eingebrochen ist, können wir auch bequem dran vorbeilaufen. Zu einem nächsten Untoten, der es übrigens ganz toll findet, dass hier so ein Fackelstand ist, finde ich auch. Es ist übrigens auch deswegen so praktisch, dass man hier im Grunde überall diese Fackeln entzünden kann. Das ist so eine Art Brotkrumenstrecke, die man sich baut mit der Zeit. Weil man halt auch im Grunde, falls man es nicht beim ersten Mal schaffen sollte, so dann merkt, ah, so weit bin ich schon vorwärts gekommen, das ist der beste Weg. Und ich komme dann einfach schneller wieder an die Stelle, wo ich vielleicht gescheitert bin. So, es gibt aber auch etwas gefährlichere Untote, die haben diese Messer und Schwerter in der Hand, die so ein bisschen schwarz schimmern. Die haben Dunkelschaden drauf. Da müsst ihr höllisch aufpassen und euch nicht treffen lassen, weil das richtet böse, böse Schaden an. Überhaupt solltet ihr auch darauf achten, dass ihr möglichst auf so schmalen Gebieten wie hier auf dieser Brücke die Gegner vielleicht nicht markiert und blind draufschlagt, weil die Kamera macht manchmal so ein bisschen Schabernack und wenn die Typen runterfallen, kann es sein, und ihr gerade noch so einen Schlag ausübt und den Schritt nach vorn macht, dass ihr mit abstürzt und das ist nicht schön. So, die nächste Regel hier im Loch, neben immer mit der Fackel rumlaufen und auf Untote achten, diese Statuen hier, die gibt es überall in dem Gebiet. Hey, fall mir nicht ins Wort. Das ist das, was ich meinte. Die kommen von überall angelaufen. Wenn man sich ihnen von vorne nähert, dann spucken sie Gift. Und das ist gar nicht mal so ungefährlich, denn ein-, zweimal von diesem Gift, ja, Schlons getroffen, sind wir vergiftet und wir haben ja schon mittlerweile rausbekommen, Gift ist in diesem Spiel ganz schön gefährlich. Deswegen meistens, oder wenn ihr sie seht, auf jeden Fall kaputt schlagen, denn auch wenn sie aus Stein sind oder aus Stein zu sein scheinen, einfach draufschlagen und sie gehen kaputt. Allerdings bitte nicht von vorne, weil sonst treffen sie euch meistens. So, hier die nächste Brotkrume. Und ihr solltet überhaupt auch immer so,
ein bisschen euch umschauen, ob es vielleicht unter euch noch eine Plattform gibt. Ich werde sie euch natürlich alle zeigen und die meisten von diesen Häusern sind tatsächlich nur einstöckig. Und meistens geht es dann auch nur nach oben und nicht nach unten. So, hier haben wir die nächste Statue, die geht schon kaputt. Machen wir es vielleicht von hier. Die will nicht kaputt gehen. Gut, aber du dafür. Einfach dran vorbeirollen. Seht ihr? Ein Treffer und ich bin schon fast komplett vergiftet. Also echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil im Zweifel haben wir gar nicht so viel Heilmaterial oder Antigiftmaterial dabei, um uns das alles immer, ja, wegzuheilen. So, jetzt rollen wir uns hier tatsächlich mal nach unten. Hauen hier die nächste Statue kaputt und auch diese hier. Achtung vor diesen Gifttümpeln. Oder halt Gifttümpeln, das sind ja, Öltümpel, die man tatsächlich in Brand stecken kann. Was wir jetzt auch mal tun, denn wir haben es hier mit lauter feueranfälligen Gegnern zu tun. Und die sind nicht gerade die klügsten, wie ihr seht. Und so kann man sich den ganz schnell... Das geht natürlich nur, wenn ihr eine Waffe habt, die Feuer verzaubert ist, so wie unser Schwert Gott sei Dank schon seit Anbeginn ist, seit wir es gefunden haben. Und auch dieses riesengroße Tentakelvieh machen wir jetzt einfach erstmal auf klassisch feige Art kaputt. Wir bekommen es im nächsten Gebiet noch ausreichend mit diesen Viechern zu tun und dort werde ich euch dann eher zeigen, wie man sie bekämpfen muss, weil da werden wir sie auch häufiger klassisch bekämpfen müssen. Erstmal hier die billige Variante. Ein großer Seelencontainer. Wir zünden hier die Fackel an. Und dann war es das hier erstmal von dieser Seite. Diese Truhe, die wir hier sehen, oder das, der ganze, ja, der Truhe, die hier oben, da kommen wir von hier aus nicht hin. Da seht ihr hier schon ein mehrstöckiges Holzgebäude und auch da oben Fackelträger. Also da müssen wir noch einen größeren Umweg gehen, wenn wir da hin wollen. Jetzt geht es erstmal wieder zurück. Wir lassen uns hier runterplumpsen. Keine Sorge, der ist tatsächlich tot. Einer der ganz wenigen, die tot bleiben. Hier rennen wir einfach schnell vorbei. Hier rollen wir uns durch, denn in vielen von diesen Vasen sind tatsächlich Gegenstände drin. Und jetzt sind wir hier wieder zurück am Leuchtfeuer, wo wir eben waren. Und ich gesagt habe, Leute, bitte nicht springen, das ist tödlich. So, nun können wir uns tatsächlich hier runterfallen lassen. Und ihr seht ja, der Umweg war es durchaus wert. Wieder genau gucken, welcher von diesen Gegnern lebt und welcher tot ist. Und jetzt sieht es aus, als ob wir hier in eine Sackgasse uns manövriert hätten. Hier geht es nirgendwo weiter. Auch hier geht alles ins Bodenlose. Ja, wir müssen jetzt hier tatsächlich ein bisschen Mut beweisen. Anlauf nehmen und hier quer rüberspringen zu diesen ganzen vielen Fackelständern. Und das ist tatsächlich ein sehr einfacher Sprung. Gas geben. Und ihr seht, wir haben wirklich viel Distanz überbrücken können. So, hier haben wir ganz viele Fackeln. Ich zünde sie immer alle an. Das, nicht, dass man es machen müsste. Also es ist hier kein Rätsel, so ähnlich wie in Zelda, dass man irgendwie alle Fackeln anzündet und öffnet sich irgendwo eine Truhe oder eine Tür. Ich mache es einfach nur, weil es schön aussieht. Und der Vollständigkeit halber. Ihr braucht sie nicht anzünden. Und, die Zeit vergeuden. Geht auch so. Gut, wieder zwei Möglichkeiten. Hier über die Brücke oder A, hier die Leiter hoch. Hier oben geht es jetzt erstmal nicht weiter. Ich möchte euch trotzdem zeigen, damit ihr euch das merken könnt. Für später. Erstmal hier die Fackel anzünden. Denn hier hinten, hinter diesen ganzen giftigen Statuen, ist eine Tür, die wir jetzt noch nicht aufbekommen. Das ist nicht die erste Tür dieser Art, die wir gesehen haben bislang. Aber der Schlüssel hierfür ist uns bisher noch verwehrt geblieben. Den bekommen wir erst im nächsten Gebiet. Gut. Machen wir es auf Nummer sicher. Klettern hier wieder runter. Alles ganz vorsichtig. Einen Schritt nach dem anderen. Nicht zu schnell hier vorwärts preschen. Es ist einfach viel zu dunkel und zu gefährlich. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier nicht an diesen beiden Giftstatuen vorbei müssen. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich die immer kaputt schlage. Dann kann ich mich einfach ein bisschen ruhiger umsehen.
schauen, ob es noch irgendwo weitergeht. Aber nee, hier nicht. Wir lassen es jetzt einfach hier durch dieses sehr offensichtliche Loch fallen. Schauen uns schnell um, ob es irgendwo Gegner gibt. Nein. Aber dafür passiert das immer und immer wieder. Die Typen kommen irgendwoher runtergepoltert, um uns in den Rücken zu fallen. Natürlich richten sie nicht wahnsinnig viel Schaden an, aber trotzdem, im schlimmsten Fall schubsen sie halt einen und dann fällt man runter und ist tot. Nicht schön. Die finstere Pyromantieflamme, sehr gut. So, nun haben wir eine neue Art von Vasen hier. Die sehen aus wie versteinerte Herzen. Bitte schlagt die nicht kaputt, denn die enthalten Säure und die zerstört eure Ausrüstung. Und dass Ausrüstung ja schnell kaputt geht in Dark Souls 2, das wissen wir ja alle, das müssen wir nicht auch noch provozieren. So, neuer Gegnertyp. Dieser riesengroße, bullige Hund. Bitte nicht von vorne angreifen, sondern umkreisen und von hinten attackieren. Denn ihr seht, wenn er zubeißt, dann sind dann gleich ein Drittel unserer Leben weg. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder, ich bin noch so in meiner Sekiro-Steuerung drin. Kann ich hier irgendwo mein Licht wieder anzünden? Oder habe ich das jetzt vergeigt? Nein, dann nehmen wir halt einfach. Ich wollte jetzt aber erstmal das machen. Genau. Das ist so unglaublich, wenn man so häufig Sekiro spielt und dann plötzlich zu Dark Souls zurückkehrt, dass einem das die Steuerung komplett, komplett zerlegt. Aber falls ihr das jetzt, falls euch das auch passiert, dass ihr aus Versehen die Fackel weglegt. Wir haben ja auch noch Flammenschmetterlinge, wo wir unabhängig von Leuchtfeuern oder von bereits angezündeten Fackeln eben wieder uns Feuer machen können. Ah, hier ist sie. Da können wir uns doch gleich mal hier eine neue anzünden. So, wie gesagt, diese riesengroßen, bulligen Hunde bitte umkreisen und von hinten attackieren, wenn sie beißen. Gleich mal ein Drittel der Leben weg. Nicht schön. Und keine Sorge, jetzt hat meine Figur die Fackel weggelegt. Weil man braucht ja zwei Hände, um eine Leiter hochzuklettern. Aber sie zieht sie automatisch wieder aus der Tasche raus. Gott sei Dank. Hier ist der Nächste, der uns in den Rücken fallen will. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Einzige hier. Nein, doch. Ja, die hängen hier alle in den Streben und lassen sich dann immer gerne runterfallen. So, und jetzt seht ihr, was wir mittlerweile schon für einen Weg hinter uns gebracht haben. Wie viel heller wir das ganze Gebiet schon gemacht haben. Aber wir haben noch einiges vor uns. Das Gebiet ist tatsächlich relativ groß. Wir werden ja so eine gute Zeit verbringen. Na, die Ragdoll-Physik, die lässt mich immer mal wieder ein bisschen erschaudern, ob das tatsächlich ein toter oder ein lebendiger Feind ist. Nicht erschrecken lassen. So, hier gibt es viele, viele Gegenstände. Glitzer-Titanit, sehr praktisch. Glatterseidiger Stein zum Eintauschen bei der Krähe. Nochmal ein glatterseidiger Stein. Ein Menschenbild. Das sind alles ganz, ganz tolle Funde. Und ein Duftzweig, der Statuen entsteint. Meine Güte. Sehr, sehr gut. Hier die Fackel anzünden. Und nun müssen wir uns hier runterfallen lassen. Way of no return. Und auch hier, halt, erst die Giftstatuen kaputt schlagen. Und da sehen wir schon einen über die Hängebrücke kommen. Der ist nicht so versteckt, wie er es glaubt, weil er nämlich eine Fackel mit dabei hat. Das ist immer ihre schwierigste Kombo, wenn sie dann wie ein Irrer auf einen losprügeln und einen tatsächlich kaputt staggern. Das tut wirklich weh, also bitte vorsichtig sein. Da ist schon der Nächste. Und da kommt wieder einer mit Dunkelschaden. Vorlaufen, zuschlagen. Gott sei Dank lassen sie sich relativ leicht staggern. Und viel aushalten tun sie auch nicht. Wir bekommen neue Fackelzeit, sind wieder bei 2 Stunden angekommen. Also wir können entspannt weiter voranschreiten. So, jetzt wird es zum ersten Mal ein bisschen kompliziert, denn wir haben viele, viele Möglichkeiten weiterzumachen. Jetzt zünden wir erstmal das hier an. Rollen durch dieses Fass durch. Nein, da ist nichts drin. Gucken, ob irgendwo irgendwas ist. Da ist nämlich irgendwo ein Hund, das weiß ich. Da hinten kommt er. Fackeln. So. So, Doppelkill. Überall kommen sie runtergefallen. Man hört sie überall plumpsen.
Voilà. Gut. Wenn wir vor der Leiter sind, müssen wir auch den Toggle wechseln. Okay. Jetzt muss ich erst ganz kurz mich selber orientieren. Hier sind ein Haufen von diesen Giftstatuen, die wir alle platt machen. Und natürlich lungern auch hier überall Untote herum. Und auch hier bitte nicht von vorne, sondern von der Seite. Und sie haben mich trotzdem getroffen. Aber Gott sei Dank nicht genug, um mich zu verletzen. Oh, da war noch eine. So, hier oben geht es dann nachher weiter. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Da liegt sie auf dem Boden, das gemeine Stück. Ups. Wie viele Gegner auf uns aufmerksam geworden sind, nur weil wir hier so ein bisschen rumlungern. Woher die überall angelatscht kommen, man weiß es nicht. Okay. Ja genau, jetzt geht's hier die Leiter hoch. Und hier haben wir nämlich eine Truhe, die wieder bewacht wird von einer Giftstatue, die in die falsche Richtung schaut. Die hätte uns gar nicht getroffen. Die schwarzen Feuerbomben. Das sind Feuerbomben, die besonders viel Aua machen. So, jetzt könnten wir da oben über die Brücke weitergehen. Aber das ist jetzt tatsächlich der einzige Bereich, wo es ein Stockwerk unter uns gibt und wo wir uns runterfallen lassen können. Das müsst ihr allerdings sehr vorsichtig tun, weil ihr beim Runterfallen im Momentum nach vorne habt. Und dann schauen wir uns ganz kurz noch hier in Ruhe um, ob das ein Toter ist. Jawohl. Und auch hier zünden wir an, damit wir sehen, hier waren wir schon mal. Hier gibt es auch noch ein Item. Titanitbrocken, Level 3 Titanitmaterial, sehr schön. Zum Upgraden von Waffe Level 7 bis 9. Dann hier rein und hier ist ein Untoter normalerweise, aber vielleicht gehört er auch zu der Truppe, die uns schon bis nach da oben verfolgt hat, weil er uns gesehen hat. Hier zünden wir die Fackel an. Ein ramponiertes Set. Sonst nichts. Und dann lassen wir uns hier runterplumpsen. Das ist kein NPC. Aber auch bitte nicht draufschlagen, weil sonst wird er böse auf euch. Die Fackel müssen wir auch nicht unbedingt anzünden, aber ich tue es trotzdem. Nicht spucken. So, jetzt komm mal her. Ich mache die Leiter ein bisschen fertig, ne? Das verstehe ich. So. Truhe Nummer 1. Nochmal ein Rüstungsset. Hier kommt uns oftmals ein Untoter entgegen, weil er oben steht und uns hört und dann runterklettert. Dann rutscht einfach wieder nach unten, wartet bis er heruntergeklettert gekommen ist, um ihm dann unten den Rest zu geben. Kämpfe auf Leitern sind immer ein bisschen gefährlich, weil wenn er oben ist, dann kann er mit dem Fuß treten. Und bei ein paar erfolgreichen Fußtritten schubst er euch von der Leiter, ihr fallt runter und nehmt erheblichen Fallschaden. Ein großer Seelencontainer hier drüben. Eine Estus-Flakon-Scherbe, der beste Fund hier im gesamten Gebiet. Wir zünden eine Fackel an. Hier noch rein. Banditen-Großaxt. Alles ganz, ganz tolle Funde, Leute. Und dann lassen wir uns auch hier wieder ganz vorsichtig nach unten fallen. Danke, liebe Statue. Jetzt ist es passiert. Wir sind vergiftet. Also, dann nehmen wir ein grünes Moos. Davon haben wir ja noch ein bisschen. Weiter nach unten. Der hat ein Dunkelschwert. Vorsicht. Und nun sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, den Hund bekämpft haben und ich gesagt habe, hey, da oben über die Leiter geht's weiter.
sammeln wir hier noch das giftige Wurfmesser ein, das der Untote fallen lassen hat. Und nun in die zweite Hälfte dieses Gebiets. Und wenn ihr glaubt, das war jetzt schon kompliziert, dann wird es jetzt noch komplizierter und unübersichtlicher. Hier auf der Brücke kommen jetzt auch gleich wieder, falls sie nicht schon alle angelatscht gekommen sind. Aber ich glaube, das waren wirklich alle, bis auf der hier. Ja, das sind die schlimmsten. Die schubsen einen nämlich immer in den Abgrund. Schnell zurückrennen. Aufheilen. Und umhauen, bevor er springen kann. Weil die explodieren nicht. Wenn sie diesen Sturz gemacht haben und explodiert sind, dann stehen sie wieder auf und jagen einen erneut. Und treiben einen so immer weiter irgendwo hin zurück. Da hinten sehen wir schon eine Nebelwand. Aber keine Sorge, da ist kein Boss oder so. Dieses Gebiet hat tatsächlich keinen Boss. Ist eines der wenigen, wo am Ende kein Boss wartet, sondern wir kommen gleich ins nächste Gebiet. Auch nicht gerade ein sehr beliebtes Gebiet, vor allen Dingen nicht bei mir. Ich hasse es wirklich. Dagegen ist hier das Loch ein Kindergeburtstag. Ein Spaziergang. So, neuer Gegnertyp. Nicht allzu gefährlich, aber treffen lassen sollten wir uns trotzdem nicht. Weil sie nämlich auch vergiften. Ah, nein, sie vergiften nicht, sie machen auch diese Säure, die, richtig, genau, meine Ausrüstung kaputt macht. Und mich auch. So, dann nehmen wir mal ein kleines bisschen Reparaturpulver, von dem ich noch 3 Stück habe. Gott sei Dank ist das nächste Leuchtfeuer nicht mehr allzu weit weg. Das heißt, damit kommen wir noch ganz gut über die Runden. Erstmal hier alles kaputt machen, könnte ja sein, dass da noch irgendwas drin ist. Nein. Großschild des bösen Auges. Juhu. Gut, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, weiter das Gebiet zu erkunden. Die beide führen relativ schnell zusammen. Wir können uns hier runterfallen lassen. Das ist die ungefährlichere Variante. Oder ihr lasst euch hier runterfallen und müsst allerdings dann einen sehr gefährlichen Sprung wagen. Der ist hier an diesen ganzen Giftstatuen vorbei. Das rate ich euch nicht. Allerdings ist hier unten auch ein Gegenstand und ein Hund. Also entscheidet selbst. Wir gehen natürlich, wir wollen alle Gegenstände haben. Wir nehmen alles mit, was wir können. Deswegen gehen wir auch hier hin. Der Hund ist Gott sei Dank nicht aufmerksam. Und können ihn relativ gefahrlos platt machen. Diese Motte hier, die ist unsichtbar. Bleibt hier allerdings hängen und macht nichts. Also, keine Ahnung, was die soll. Und jetzt habe ich meine Fackel wieder weggelegt. Juhu. Den Rest schaffen wir aber auch ohne. Also, was haben wir uns teuer erkauft? Schwarze Feuerbomben, 2 Stück. Juhu. Der Vollständigkeit halber, ich will sie alle anzünden und so oft brauche ich jetzt auch nicht. Feuerschmetterlinge. So, bevor wir darüber springen, erst nochmal aufheilen und dann ungefähr hier so schräg. Und dann einfach dran vorbei. Wieder ein Giftmoos nehmen. Eigentlich bräuchten wir es nicht, weil da vorne ist gleich das Leuchtfeuer. Wir sehen es ja da vorne schon. Aber einfach, um sicher zu gehen, falls jetzt hier nochmal irgendwas Doofes passieren sollte. Außerdem möchte ich mir Zeit lassen, euch das alles hier zu zeigen. Hier ist eine weitere Statue, also nicht schnell an ihr vorbeirennen, wenn ihr hier seht, ah, da ist ein Leuchtfeuer, und davon irritieren lassen. Gut, wir setzen uns nieder, frischen unsere Estus-Flakons auf. Ihr könntet jetzt nach Majula zurückkehren, die Estus-Scherbe eintauschen, wenn ihr wollt. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Und ihr denkt so, wo geht's jetzt hier weiter? Hier überall Absturz, das ist alles, da waren wir überall schon. Wir sind ein bisschen kreis gelaufen. Ja, hier tatsächlich ist Holz, das kaputt geht, wenn man dagegen schlägt. Und dann gibt es hier überall, nicht nur in diesem Gebäude, diese ganzen Giftstatuen, die hier überall rumstehen und einem in den Rücken fallen wollen mit ihren Schüssen, sondern ihr seht schon überall Löcher im Boden mit Leitern dran. Da kommen wir tatsächlich auf den Grund des Lochs,
wo ein paar Gegenstände warten. Und ehrlich gesagt, das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, es sind hier, glaube ich, 6 oder 7 Leitern und ich habe mir noch nie merken können, welches die richtigen sind. Ein paar führen tatsächlich einfach nur so halbwegs runter und ein paar an Items vorbei. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ein paar sind auch kaputt. Das hier ist jetzt zum Beispiel tatsächlich eine Sackgasse. Also hier geht es einfach nicht weiter. Wir könnten uns jetzt hier runterfallen lassen. Auf den Gegner. Können wir machen. Immer vorsichtig sein. Weil wenn uns Gegner hören, dann kommen die oft auch die Leitern hochgeklettert. Ihr seht schon, überall hängen halt Leitern runter. Und führen manchmal halt einfach ins Leere. Ganz unten müsst ihr jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Denn hier gibt es ganz, ganz viele von den Untoten. Und die meisten von denen haben eben Dunkelwaffen dabei. Und wenn ihr die, wenn die euch einkreisen, dann ist das, dann bedeutet das sofortiger Tod. Also immer Abstand nehmen, Ausdauer regenerieren, sie ankommen lassen, ausschlagen lassen, wieder Abstand nehmen und dann umhauen. So ist es tatsächlich am sichersten. Hier ist auch ein Gegenstand. Finsterer Nebel, Zauberei und Fackel. Und hier geht es dann nachher, wenn wir alles abgegrast haben, geht es dann nach draußen ins nächste Gebiet. Also hier ist der Ausgang. Merken wir uns. Erstmal hier Licht machen, wie immer. Wir machen hier mal ein bisschen Facility Management. Fackel. Und dann hier auch ein ganz, ganz toller Fund. 20 Lebenssteine. Wow. Gut, dann erstmal hier wieder die Leiter hoch zu einer Truhe. Irgendwo ist ein Explodiertyp. Der wird mir jetzt hoffentlich nicht den Rücken fallen. So, es gibt jetzt 2 Leitern wieder auf diese Türme nach oben. Das hier ist der, die wir nicht runtergekommen sind. Deswegen klettern wir hier hoch. Direkt hier an der Klippe entlang. Dadurch könnt ihr das ganz gut erkennen. Und um die Orientierung zu behalten, zünden wir auch hier die Fackel an. Und jetzt muss ich ganz kurz schauen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und jetzt kommen ein paar gewagte Sprünge. Und zwar hier rüber. Der ist sehr knapp. Also da müsst ihr wirklich sehr knapp abspringen. Und der nächste Sprung ist ebenfalls nicht ganz unriskant. Ihr müsst nämlich hier an der Leiter vorbei. In diese Fässer rollen. Und das passiert oft, wenn man eben einfach die Hitbox dieser, oder halt ja, die Kollisionsabfrage dieses Balkens hier oben, ist etwas komisch. Und deswegen stürzt man hier häufig ab, weil man den Sprung unterschätzt. Aber Gott sei Dank landen wir immer direkt bei der Truhe, nehmen also nahezu überhaupt keinen Fallschaden und können es gleich nochmal versuchen. Also alles halb so schlimm. Nochmal nach oben. Wir müssen halt einfach nur nochmal beide Sprünge schaffen. Wenn man hier versagt, tut es dann natürlich ein bisschen mehr weh. Voilà, Nummer 1. Und jetzt nochmal. Einfach diesmal ein bisschen früher abspringen. Das war's schon. Schlag da drauf. Sammeln faules Harz ein. Das ist für Dunkelschaden. Und dann müssen wir nur wieder irgendwie zurückkommen. Und zwar am besten lebend, ohne Mords viel Schaden zu nehmen. Das heißt, wir lassen uns hier runterfallen. Lassen uns hier runterrollen. Klettern wieder die Leiter runter. Alles ein bisschen kompliziert, aber wenn man hier alle Gegenstände haben will, sollte man sich die Mühe machen, wirklich auch hier alles zu erklettern. Mittlerweile dürfen wir auch alle der Untoten erwischt haben. Ich höre jetzt zumindest keinen mehr irgendwo rumkreuchen oder fleuchen. Und jetzt geht's hier lang. Schauen wir uns nochmal um, ob wir auch alles erwischt haben. Jawohl, sieht gut aus. Da ist es jetzt egal, welche Leiter wir hochklettern.
Dann treten wir durch das Nebeltor und schließen jetzt den Kreis zu dem Bereich, wo ich euch sagte, hey, wir nehmen die gefährliche Variante, ihr könnt aber auch die ungefährliche Variante nehmen. Da wären wir nämlich hier oben, wären wir heruntergekommen. Da oben ist nämlich die Höhle mit den Insekten. Du schon wieder. Ich hab dich doch vorhin gehört. Wir nehmen die Giftpfeile. Wir zünden hier mal an. Ist jetzt nicht mehr nötig. Wir sind jetzt komplett durch das Loch durch. Gott sei Dank, möchte ich schon fast sagen. Und ihr wahrscheinlich auch. Aber Gott sei Dank auch ohne größere Probleme. Na. Wie in Dark Souls 2 alles von der Wand abprallt an Waffen. Das ist so nervig. Eine allerletzte Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar hier ist eine dritte Höhle. Die wir jetzt erstmal ganz kurz beleuchten. Und da drin warten unsere allseits bekannten Giftpilze, die ihr ganz schnell umhauen solltet, weil die sonst nämlich auch euch vergiften. Und bewachen tun sie das Riesenvieh hier. Ich bin zum ersten Mal, als ich das gesehen habe, bei meinem ersten Durchspielen, zu Tode erschrocken und habe wie blöd draufgedrescht. Tut das nicht, das Ding ist friedlich. Das versprüht einen Nebel, der euch eure Vergiftung heilt. Also lasst es einfach sein, das Vieh steckt hier sowieso fest mit seinem dicken Hintern und kommt nirgendwo hin. Aber es ist eines der ganz, ganz wenigen Viecher in Dark Souls 2, die zwar böse aussehen, aber es nicht sind. Hier sammeln wir noch ein giftiges Moos ein, das wir vorhin vergeudet haben. Nochmal drei Stück. Und dann haben wir es endlich geschafft. Das Loch ist erkundet. Das klingt jetzt eindeutig zweideutig. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz die Leitern runter, weil ich glaubte nämlich, dass es an einer Leiter nochmal irgendwo einen Gegenstand gegeben hat, auf einer dieser Plattformen. Könnte mich täuschen. Da unten ist das Nebeltor. Und wenn, dann waren es auch, glaube ich, nur... Ey, war auch, glaube ich, nur Wurfmesser. Nee, also wir haben jetzt wirklich alles. Gut. Also, dann wieder ab nach unten. Oh, jetzt habe ich mal wieder... Ach, da ist noch eine Leiter, genau. Oh, die ist kaputt. Nein, 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 die ist kaputt. Da fallen wir runter und das wird gefährlich. Und wo du herkommst, keine Ahnung. Jetzt bin ich ganz am Ende doch noch gestorben. Juhu. Okay, habt ihr das auch mal gesehen. Macht aber nichts, denn hier wirklich oben am Leuchtfeuer ist nicht viel verloren gegangen, was den Weg angeht. Wir müssen jetzt einfach nur nochmal wieder nach unten. Unten jetzt halt wieder aufpassen auf die ganzen Untoten, die da unten sind, mit den ganzen Dunkelschadenwaffen. Der hier. Aber da müssen wir einfach nur schnell an der Mauer hier oder an dem Felsen das Loch finden mit den Fässern. Wir lassen uns überhaupt nicht stressen. Hier ist es. Durchrollen. Ich weiß, das macht all unsere Ausrüstung kaputt. Wir sammeln hier einen weiteren Duftzweig ein. Und dann schreiten wir... Hier kriegt es schon anteasern aufs nächste Gebiet. Denn die Statuen, die wir hier im Loch gesehen haben... Die haben jetzt abgegradet. Sie leuchten grün und unheilvoll. Die hier sind noch ungefährlich, aber sie zeigen schon mal, was auf uns wartet im nächsten Gebiet. Wie schon erwähnt, ein Gebiet, das ich überhaupt nicht leiden kann. Aber es ist Gott sei Dank nicht so groß wie das Loch eben. Es ist gerade mal so 200 Meter lang. Und dann wartet auch schon der nächste der großen vier Story-Bosse, der großen Lords. Die schwarze Schlucht, es wird ein bisschen heller, aber es wird nicht ungefährlicher, denn das Grün hier... Teasert schon ganz gut an, was uns hier erwartet. Noch mehr Gift, noch mehr Vergiftung. Und viel, viel gemeinere Feinde als hier im Loch. Oh ja, ein großer Spaß. Aber Gott sei Dank haben wir hier gleich ein Leuchtfeuer, an dem wir uns niedersetzen. Ich werde jetzt nach Majula zurückkehren. Und meine Estus-Scherbe einsetzen. Das war's mit dieser Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 2. Wie gefallen, ich zum Abschied sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.